Rückenschmerzen können hunderte Ursachen haben und alle hunderte Ursachen können wir auch angehen, aber in diesem einen Video können wir zumindest eine große Ursache klären. Gerade wenn ihr unteren Rückenschmerzen habt, so wie ich, nämlich aktuell, weil ich mich vor 3 Wochen verhoben habe, jetzt wieder richtig gut drauf war und jetzt doch wieder ein bisschen übertrieben habe, deswegen ist das ein guter Indikator, dann kann ganz häufig die Beinrückseite damit zu tun haben. Und ein Test dafür ist es, einfach wenn ihr euch mal versucht mit einem Hohlkreuz, also mit nicht einem gebuckelten Rücken, sondern mit einem Hohlkreuz nach vorne zu beugen, während eure Beine durchgestreckt sind und mal gucken, bis wohin ihr kommt. Und wenn ihr merkt, entweder relativ früh ist Schluss, also hier ist schon Schluss, dann habt ihr einfach relativ wenig Beweglichkeit und das kann sich hier über Zugkräfte ziemlich gut auf dem Rücken auswirken. Oder ihr merkt einfach, wow, das tut schon ab einem bestimmten Weh schon ein bisschen im Rücken weh oder ich schaff's nicht, den Rücken geraten zu lassen, dann ist dieses Video genau richtig für euch. Aber natürlich auch, wenn ihr einfach eure Beinrückseite öffnen wollt. Machen wir zusammen mal einfach einen schönen, entspannten Flow. Lass uns tatsächlich erstmal mit der einfachsten Übung anfangen, also dass wir einen ziemlich breiten Schritt machen, in so einen leichten Spagatschritt, einfach da, wo es sich für euch angenehm anfühlt. Und wir uns auch wieder mit dieser Hohlkreuzposition versuchen, nach vorne zu beugen. Und hier werden wir irgendwann merken, ist Schluss. Das sind sogenannte Good Mornings, aber mit geöffneten Beinen. Da kommen wir wieder zurück. Bitte geht nicht an den Punkt, wo es schmerzhaft ist, sondern einfach den Punkt, wo ihr merkt, okay, hier komme ich nicht so großartig weiter. Geht aber auch nicht viel weiter nach vorne. Ja, also ihr sollt schon merken, dass da so ein leichter Stretch entsteht. Und sukzessive, wenn ihr das Wochen und Monate macht, wird sich dieser Punkt immer weiter verschieben, sodass ihr dadurch einfach beweglicher werdet. Als nächstes können wir mal versuchen, das Thema von der anderen Seite heranzugehen. Also wir legen uns auf den Boden, versuchen den Rücken gerade zu lassen, ziehen das Bein mal zu uns ran, strecken es aus. Und hier werdet ihr ab einer gewissen Position merken, es fängt an zu zittern. Wenn ihr das hier macht und da eure Position ist, ist es auch vollkommen in Ordnung. Wenn ihr aber schon eine gewisse Beweglichkeit habt, bitte so nah wie möglich an den Körper. Also ihr sollt auch hier wie euch wieder etwas provozieren und auch etwas anstrengen, damit das auch anstrengend für euch ist und das Ganze natürlich auch auf der anderen Seite performen. Also wenn ihr das rechts macht, bitte immer auch auf der linken Seite. Ja, könnt ihr gerne mal kommen in die T-Walker, die ist für mich heute noch ein bisschen schmerzhaft tatsächlich. Aber könnt mal probieren, eure Beine zu umfassen und langsam mit dem Gesäß nach oben kommen. Euch quasi hier stretchen in der Beinrückseite und wieder zurückkommen. Ja. Nach oben. Bitte mal gucken, dass ihr da nicht in Schmerz reinarbeitet. Also das ist immer ganz wichtig. Wir wollen Bewegungen nicht mit Schmerz assoziieren. Auf anderen Kanälen lernt ihr vielleicht, dass 7 von 10 noch in Ordnung sei. Das wissen wir aus der Schmerzlehre, dass das nicht der Fall ist. Also leichten Schmerz kann man durchaus haben, aber bitte nicht in einen wirklich dollen Schmerz reingehen. Dann könnt ihr nochmal probieren, euch in so eine Art kleinen Schneidersitz hinzusetzen, Füße zusammen und hier bitte den unteren Rücken gerade machen, also richtig gerade aufrichten, gerade bleiben und dann mal anfangen, ein Bein auszustrecken nach vorne und wieder zurückkommen. Ausstrecken nach vorne und wieder zurückkommen. Ausstrecken nach vorne und wieder zurückkommen. Am schwierigsten ist das, wenn ihr euch komplett an die Wand lehnt. Ja, also, dass ihr ein Feedback an der Wand habt. Das macht das Ganze noch viel, viel schwieriger, weil ihr automatisch bei der Übung, die ich gerade gemacht habe, anfangen werdet, das Becken so ein bisschen mitzukippen. Und so könnt ihr mehr Stabilität reinbringen und den unteren Rücken stärker noch dann tangieren. Was wir noch machen können, und das ist etwas, wo wir nochmal eine Decke brauchen. Ich komme hier gleich wieder ins Bild zu euch. Hier wird improvisiert. Eine Decke haben wir noch. Das ist tatsächlich meine Schlafdecke. Ich penne hier manchmal im Büro, das darf meine Frau auch nicht wissen. 15 Minuten manchmal mittags. Ja, so ist das hier. Es ist einfach ein gutes Mittagsschläfchen. Ihr fasst eure Füße an. Ja. Ihr könnt das auch, wenn das für euch so schwierig ist, an den Sprunggelenken machen. Oder wenn es noch schwieriger ist für euch, an den Schienbeinen. Und ihr fahrt nach vorne. Kommt also in so einen kleinen Stretch in der Beinrückseite und werdet dann relativ schnell merken, wow, das ist herausfordernd und das soll es auch. Ne? Ihr kennt das vielleicht von Dehnen, also dass ihr einfach nach vorne geht und euch hier reindehnt. Dann ist das Ganze aber eine passive Dehnung. Das hat auch seine Bewandtnis, aber ich bin kein großer Freund davon. Ich mag es lieber, Dehnen mit Bewegung zu verbinden. Dann sind wir nämlich im Mobility Training, anstatt in diesem leichten, passiven Dehnen. Mit den 5 Übungen könnt ihr eure Beinrückseite wirklich richtig schön erstmal auf Länge bringen, das Ganze mit Mobilität unterfüttern. Viel, viel wichtiger ist es aber auch noch, die tiefliegende Bauchmuskulatur zu stärken, die Gesäßmuskulatur und die Beinrückseite, weil darauf dann der untere Rücken sehr stark reagieren kann, weil wir hier sehr, sehr viel Kraft
entnehmen können, die eigentlich nicht über die kleine Muskulatur im unteren Rücken zu tragen ist, sondern vor allen Dingen über die Core-, Bein- und Gesäßmuskulatur. Wenn euch das interessiert, wie man für den unteren Rücken Krafttraining machen kann, dann schreibt mir das in die Kommentare, dann werde ich dann nochmal ein extra Video für euch produzieren. Aber nur, wenn genug Likes da sind oder genug Kommentare, sonst habe ich da keine Lust drauf. In der Hinsicht, haut rein, bleibt geschmeidig, bis zum nächsten Mal.